Hallo liebe Waage und willkommen zu deiner Tarot-Monatslegung für den Dezember. Ich bin Daniela und in dieser Legung schauen wir wieder in die vier Elemente hinein, die wir auch im Tarot wiederfinden. Beginnen wie immer im Osten mit dem Luftelement, den Schwertern im Tarot mit der mentalen Energie, also mit dem Denken. Und ich habe hier den König der Kelche. Den König der Kelche, der seinen Kelch hier gerade erst aus der geistigen Welt bekommt. Und das steht so ein bisschen für Nachsuchen, Sinn suchen. Wir schauen mal noch weiter, was hier noch dazu kommt, damit das ein bisschen eindeutiger wird. Ja, wir haben hier den Buben der Kelche. Also was wir sehen ist, der Kelch kommt hier gerade erst zu ihm. Ja, und wir haben hier einen Fisch, da hinten einen Delfin. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas zu dir fließen will. Das kommt aber erst. Und wir müssen mal schauen, wie sich das dann hier im Wasserelement zeigt. Das macht es wahrscheinlich noch klarer, so viel Wasser, wie hier in den Gedanken liegt. Und die Fünf der Münzen in dieser sehr, sehr schönen Darstellung, ja. Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwelche Chancen und Impulse zu dir kommen, die dir im Kopf rumgehen. Das können romantische Gefühle sein, wenn du auf Partnersuche bist. Das kann aber auch einfach nur ein Impuls sein, der möglicherweise in bestehende Beziehungen oder Freundschaften auch wieder reinkommt. Und der Bube der Kelche, der steht ganz gerne auch mal für Schmetterlinge im Bauch. Das heißt, es kann auch irgendetwas impulsartig berühren, was für dich wichtig ist, ein Herzensprojekt, irgendein Vorhaben, irgendetwas, was dir eben wichtig ist und wo du einfach sagst, du lässt es dir nicht nehmen, ja. Hier in der Fünf der Münzen sehen wir die Frau, die ihren Weg geht und diese beiden hier sitzen untätig rum, sie müssten eigentlich nur in die Kirche hineingehen und von dem her, es geht auf jeden Fall auch darum, dass du deinen Weg gehst. Wir schauen uns das mal hier im Feuerelement an, in den Stäben im Süden. Wir haben hier den Gehängten. Und das ist eben wieder die Idee, dass gerade so etwas kommt. Ja, er hat hier gerade die Entscheidung getroffen, sich kopfüber hängen zu lassen, die Arme sacken zu lassen. Und er ist hier quasi in einem Zustand, wo gerade hier das Blut runterfließt in den Kopf, in das Gehirn. Und er anfängt, die Ideen zu bekommen. Ja, und es ist so, irgendwas spürst du schon. Ja, es ist, als ob du was spürst und du kannst es noch nicht in Worte fassen. Und das ist aber irgendwo eigentlich schon da. Dann haben wir hier den Teufel. Der Teufel führt uns schon auch immer auf unseren Weg. Zeigt aber auch immer Macht- und Abhängigkeitsstrukturen. Besonders hier in dieser Darstellung finde ich das sehr prägnant. Ja, wir sehen hier ja quasi die Liebenden, die mit Ketten aneinander gefesselt sind. Und dann haben wir hier noch den Ritter der Schwerter. Also, ich spüre einerseits eine Tendenz, die sagt, oder die sich einfach abhängig macht von gewissen externen Dingen. So nach dem Motto, wenn ich das und das geschafft habe, dann mache ich das und das. Ja, wenn dies und das so ist, dann mache ich das und das, aber vorher nicht. Und andererseits ist aber auch so eine Energie da, die dich irgendwo drängt und sagt, warte nicht ab, sondern mach, geh voran. Ja, leg deinen Fokus auf das, was du dir wünschst und geh du hier deinen Weg, ja. Und das ist auch noch eine Energie, die ich so bekomme, dieses, soll ich noch abwarten oder soll ich vorangehen? Und das bleibt natürlich deine eigene Entscheidung, ja. Wir schauen in den Westen, in das Wasserelement, in die Kelche, in die Welt der Gefühle. Und schau mal, wie sich das Ganze anfühlt. Ja, wir haben hier den Ritter der Münzen. Ja, also von dem her, du gehst voran, aber nicht ganz so schnell, sondern mehr mit Bedacht, möglicherweise auch noch mit so ein bisschen einer abwartenden Haltung. Ja, da ist eben die Frage, worauf wartest du? Das ist eine ganz wichtige Frage hier für die Waage. Worauf wartest du? Dann haben wir hier den Eremit.
der Eremit kann immer mal dafür stehen, dass man sich alleine fühlt, vor allem im Wasserelement. Eigentlich an sich ist der Eremit nicht alleine, der ist eins mit allem, was ist, und er kennt auch seinen Weg. Und hier auf der Karte steht er oben auf diesem schneebedeckten Gipfel, um auch anderen den Weg zu leuchten. Und von dem her, ich habe das Gefühl, dass du hier auf irgendetwas oder auf irgendjemanden wartest, darauf wartest, dass jemand in die Puschen kommt, ja, obwohl du bereit bist zu gehen. Und es ist immer eine Frage, ob wir quasi alle aufsammeln und mitnehmen, ob unsere Schultern stark genug sind, das zu tragen, oder ob wir sagen, irgendwann kommt eben auch der richtige Zeitpunkt, da geht es voran, weil ich kann nicht mehr länger warten, ja. Und ich sehe hier auch jemanden, der auf die Liebe wartet, der darauf wartet, dass eine bestimmte Person in die Puschen kommt, die das eben einfach nicht tut, warum auch immer. Aber das können auch andere Dinge sein, ja. Dieses, wenn das und das erledigt ist, dann bin ich frei und kann das und das machen. Und da machen wir uns eben immer hier abhängig von etwas, ja, da sind wir wie mit Ketten an etwas gefesselt und die lassen uns eben nicht weiterkommen, obwohl eigentlich der Drang dazu da wäre. Und dann haben wir hier die 6 der Münzen, den Erfolg. Ich habe das Gefühl, nicht allgemein, aber bei der einen oder anderen Person, dass so das Gefühl da ist, dass du der Person etwas schuldig bist und sie deswegen nicht zurücklassen kannst oder vermeintlich zurücklassen kannst. Es ist ja immer jedem seine Entscheidung, ob er sich vorwärts bewegen möchte oder eben nicht. Wir schauen jetzt mal, wie sich das Ganze auch noch im Norden, im Erdelement, in den Münzen ausdrückt. Das ist ja immer der Bereich des Lebens, den wir ja mit Händen anfassen können. Wir haben hier die 4 der Stäbe. Die 4 der Stäbe ist immer die Karte der Vollendung, auch die Karte des gemeinsamen Weitergehens, weil wir auf dieser Karte in den weite assoziierten Tarotdecks immer die Hochzeit sehen. Ja? Und eine Hochzeit ist immer etwas, wo man gemeinsam weitergeht, wo man eine gemeinsame neue Basis schafft. Ja? Und das ist das, ob du sagst, gut, das und das will ich machen, aber ich will das nicht alleine tun. Und das kann natürlich auch in bestehenden Verbindungen immer mal ein Teil sein, dass man selbst irgendetwas tun will und der Partner hat keine Lust. Und ja, dann lässt man sich davon zurückhalten. Das ist leider sehr oft der Fall. Auch nicht ungewöhnlich. Ja, das ist einfach so in vielen Fällen. Ich möchte das nicht werten. Wir haben hier den Buben der Münzen. Ja, das heißt, die Möglichkeiten sind da, die Chancen bieten sich dir. Es ist eben fraglich, nimmst du sie an oder wartest du ab? Und warum wartest du ab? Und lohnt sich das abzuwarten? Ja, weil Chancen gehen vorbei. Diese Chance kommt möglicherweise so in der Form nicht wieder. Ja, und dann habe ich hier die 7 der Stäbe. Und diese Karte, die zeigt jemanden, der sich durchsetzt. Das heißt, entweder setzt du dich durch, auch dir selbst gegenüber und machst die Sache allein, oder du machst irgendetwas, was die Person, auf die du wartest, in die Puschen bringt, oder du schaust, was ist das, worauf du wartest. Ja, es ist ja auch oft, dass man auf etwas wartet, was nicht mit anderen Personen zu tun hat. Ja, dass man jetzt irgendwie sagt, wenn, keine Ahnung, ich befördert worden bin bei der Arbeit, dann mache ich das und das oder so. Ja, es gibt so viele Dinge, von denen man sich abhängig machen kann. Und ich habe das Gefühl, dass du hier eine Lösung findest und eben diesen Konflikt, der hier besteht, auch löst, damit du diese Chance nutzen kannst. Egal, ob du sie nun alleine nutzt oder gemeinsam mit jemand anderes. Ich tue alles, was nötig ist, um mich dem Bewusstsein zu öffnen. Also schau, wohin das Ganze dich führt und was es dir auch außerhalb von dieser Chance noch zu schenken hat. Ja, liebe Waage, soweit ein Blick in deine Karten für den Dezember. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein wenig inspirieren und motivieren.
Ich freue mich riesig über Likes und Kommentare und auch gerade die Kommentare sind so wichtig für den Kanal und ich freue mich so sehr, auch mal ein bisschen was zu sehen von den Menschen, die da draußen immer zuschauen. Das bringt auch mir ganz viel Freude. Von dem her danke für all die Kommentare. Ja, und danke fürs Zuschauen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Zum Jahresende gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte. Diese finden statt vom 25. Dezember bis 5. Januar. Es sind also 12 Tage und an jedem Tag orakeln wir für einen Monat im kommenden Jahr. Es gibt dazu einen Newsletter mit Infos zu dem jeweiligen Tag und was man an dem Tag sonst noch so praktiziert. Und da ist auch ein Link drin zu einem Video, wo du dir einen Kartenstapel aussuchen kannst oder auch mehrere und somit eben über 12 Tage in das neue Jahr hineinspürst und auch so eine Art Jahreslegung für dich selbst erstellen kannst. Das Ganze kostet 25 Euro für 2025 und mit diesem Betrag unterstützt du meine Arbeit hier bei YouTube. Ich mache diesen Kanal wahnsinnig gerne, aber es ist wahnsinnig viel Zeit, die hier reinfließt und daher diese Aktion zum Jahresende, um den Kanal eben auch so ein bisschen zu unterstützen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn viele von euch dabei sind, eben auch in diesem Sinne, dass es hier in vollem Umfang weitergehen kann. Ja, und was auch noch neu ist, ist, dass ich dir auch im kommenden Jahr in jedem Monat immer eine E-Mail schicke mit dem Video von dem entsprechenden Monat, sodass du einfach nochmal reinschauen kannst, dass du dich daran erinnern kannst und die Arbeit der Rauhnächte im kommenden Jahr nicht so ganz verloren geht. Alle Infos dazu und den Link findest du unter dem Video und ich freue mich, wenn möglichst viele dabei sind. Alles Liebe!